Gustav Meyrink, Der Golem, gelesen von David Nathan. Die Geschichte mit dem Golem lässt sich schwer fassen. Ungefähr alle 33 Jahre wiederholt sich ein Ereignis in unseren Gassen. Immer wieder begibt es sich nämlich, dass ein vollkommen fremder Mensch von gelber Gesichtsfarbe und mongolischem Typus aus der Richtung der Altschulgasse her in altmodische, verschossene Kleider gehüllt, gleichmäßigen und eigentümlich stolpernden Ganges durch die Judenstadt schreitet und plötzlich unsichtbar wird.